110 Jahre, ja. Also 110 Jahre ist immer alt. 1910 gegründet worden, damals die Sportvereinigung. 1910 als zweiter Verein in Zeitz. Man hat sich damals noch in den ersten 1-2 Jahre im Leipziger Klassenbereich war man eingeteilt gegen Leipziger Vereine, bis dann 1911 dann der Verband der mitteldeutschen Beispielvereine gegründet worden ist, um dann im damaligen Saale Elstergau, sag ich mal, eingeteilt zu werden. Da waren Vereine drin wie Teuschern, verschiedene Weißenfelser Vereine, verschiedene Naumburger Vereine. In dieser Saale Elster-Klasse spielte man mindestens 15, 20 Jahre, also bis Ende der 1930er, spielte man in dieser Klasse gegen den ZPC und hat dort regelmäßig, ja, seine 18 Punktspiele ungefähr waren es, ausgetragen. Den Rest der Saison hat man viel mit Freundschaftsspielen verbracht, zwischendurch auch mal die Unterbrechung durch die Kriegszeiten. 1940 ist man dann, das war eigentlich der erste große Höhepunkt in der Geschichte vom Zeitzer Fußball, in die damalige Gauliga, wie gesagt, aufgestiegen. Hat dort 3 Jahre durchgehalten und das beste Platz war Platz 6. Aber kriegsbedingt ist man 43 abgestiegen, weil ja, viele Leute wurden eingezogen. Die Mannschaft war nicht mehr so da und man konnte den anderen nicht das Wasser reichen, um weiterhin zu bestehen. Und Spielbetriebe so eingestellt wurden dann bis zum Kriegsende. Man hat dann nach dem Krieg, wo die Vereine aufgelöst worden sind, alle wieder versucht, den Verein wieder aufzubauen. Die damaligen Funktionäre, die noch von Sportvereinigungen übrig waren und ehemalige aktive Spieler, haben dann halt wieder den Zeitzer Fußball belebt, sage ich mal. Man hat durch verschiedene Organisationen, die das Rot-Weiß-Zeitz gegründet, dann die Umstrukturierung mit dem Trüerwerk, Zeitz als Trägerbetrieb, gab es dann die Namensänderung zum Beispiel in die BSG Trüerwerk-Zeitz oder in die ZSG Trüerwerk-Zeitz, um dann 1950 die BSG Chemie-Zeitz zu gründen, 1. September. Das war dann so Anfang der 50er Jahre, wieder ging es wieder bergauf. Die Liga wurde erreicht, die DDR-Liga, damals 2. Spielklasse. Man war ja vorher schon Landesklasse, man hat das Landesklasse-Endspiel gegen Eisleben hat man gewonnen. 1949 ist dann 1950 in die Landesklasse hochgekommen, hat dann das nächste Jahr auch wieder den Aufstieg geschafft und ist dort im Landesmeisterschaftsfinale an Thale gescheitert. Thale ist dann in die Oberliga aufgestiegen und Zeitz ist dann in die Liga eingeteilt worden, wo man auch gleich im ersten Jahr sensationell hinter Aue den 2. Platz erreicht hat. Man war dann bis 1958 in der Liga und 1958 sind wir dann unerwartet, vielleicht für die Verhältnisse damals, ja, aufgestiegen. Am 9. November 1958, das Spiel auf dem Platz der Einheit, viele werden sich vielleicht noch erinnern, 2-1 gegen Stendal, Neumann das 2. Tor geschossen und ja, das war das Tor nach oben, sag ich mal, was dann Zeitz in der Fußballwelt ja angekommen hat. Man hat dann 2 Jahre lang auf dem Platz der Einheit gegen Mannschaften wie Hansa Rostock, BFC Dynamo, Motor Jena, die großen Mannschaften, Leipzig, alle beide Vereine hat man halt als Gegner gehabt und das kleine Zeitz war, ja, die großen Mannschaften mussten nach Zeitz und hatten nur alle ein bisschen Angst, weil auf dem Platz der Einheit war, ja, es war kein schönes Spiel, es war ein Hauptplatz. Die wollten ungern ja nach Zeitz kommen, weil einfach die Spielverhältnisse für die Mannschaften, die es nicht gewohnt waren, doch schwer zu waren. Wir waren dann 2-mal Torschützenkönig, damals mit Bernd Bauspies. Aber trotzdem hat es am Ende nicht gereicht und 1960 ist immer abgestiegen. Am Ende war es halt nur ein Punkt und ja, es war schade, aber die 2 Jahre, denke ich mal, hat Zeitz viel gebracht und ist heute noch
immer. Wir haben uns eingereiht in die jeweilige Oberliga-Tabelle. Das kann uns niemand nehmen. Dann ging es wieder weiter, Liga-Zeiten. Wir waren dann bis 1968, 69 DDR-Liga wieder eingeteilt. Es hat dann leider nicht mehr gereicht nach oben hin. Im Gegenteil, 1969 ist man abgestiegen in die Bezirksliga damals. Leider konnte dann aber nach 2 Jahren Bezirksliga-Zugehörigkeit wieder aufsteigen. Als Tabellenzweiter hinter Merseburg. Und war gleich im ersten Jahr, 1971, in der Dresdner Staffel eingeteilt, wo man gerade so den Klassenerhalt geschafft hat und durch diverse Umstrukturierungen der Vereine, also der Gebietseinteilung, ist man dann in der anderen Staffel gekommen, wo man sensationell 1972, 73 Staffelsieger wurde, um dann als Tabellenerster in der Oberliga-Aufstiegsrunde wieder nochmal ans Tor nach oben anzuklopfen. Ja, da scheiden sich die Gemüter, sag ich mal, weil das mal nicht aufsteigen durfte. Jimmy Halle damals als Bezirksliga-Mannschaft, also als Mannschaft des Bezirks Halle, ist damals aus der Oberliga abgestiegen und es war wohl nicht sehr gesehen, dass eine andere Mannschaft aus Halle, als wie nicht Halle, in die Oberliga aufsteigt. Und es sind so ein paar Gerüchte, aber genau kann ich es nicht einschätzen, ich war nicht dabei, aber man hat es halt am Ende nicht geschafft, Platz 4 gewesen und einmal halt gegen Stralsund, gegen Riesa, gegen Leipzig und gegen Cottbus hat man gespielt und das waren so, wie gesagt, die letzten Zuschauermagnete, die man hier in Zeitz erlebt hatte und man ist dann wieder bis 1982 DDR-Liga-Mannschaft gewesen und hat es leider dann 82 nicht mehr geschafft. Die Klasse zu halten ist abgestiegen. 82 bis zur Wende. Bezirksliga. Am Ende war es auch teilweise knapp, dass man auch nicht noch tiefer abgerutscht ist. 1990 war es dann eigentlich so weit, dass man als Tabellenletzter in der Bezirksliga war, aber dann kann man auch dazu sagen, zum Glück, dass die Wende kam und die Kalassen neu eingeteilt worden sind. Es waren die ersten 6er oder 7 Mannschaften sind. Damaligen Oberliga-Mannschaft, also in die Oberliga eingeteilt wurden, beziehungsweise Verbandsligen. Und die untersten Mannschaften sind in die Landesliga eingeteilt worden, wo auch Zeitz dann in der Landesliga gespielt hat. Dann kam 1994 die Gründung vom 1. FC Zeitz. Man hat sich damals von der BSG Chemie, oder damals hieß es ja schon SG Chemie, ausgegliedert, hat sich eigenständig gemacht. Ist dann noch sensationell 1994 Vizemeister geworden in der Landesliga und dann 1996 am 10. Juni ist man dann als Tabellenerster in die Verbandsliga aufgestiegen. Und das war damals die höchste Klasse in Sachsen-Anhalt und ja, man hat halt nicht mehr Gegner wie Eisleben oder wie Weißenfels gehabt, Weißenfels zwar auch, aber halt von der territoriellen Sicht. Man hat dann halt Magdeburg hoch, man ist nach Völkbrück gefahren. Das waren schöne Fahrten. Zuschauermäßig waren mal 500, 600 Zuschauer teilweise im Schnitt im Stadion. 2000 ist man dann leider wieder abgestiegen. Tabellenletzter. Und hat dann die letzten Jahre, sage ich mal, bis heute in der Landesliga bzw. Landesklasse verbracht, wo man heute immer noch ist. Wo wir aber hoffentlich nicht mehr lange sein werden. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Warum wurde sich ausgegliedert aus der BSG Chemie? Was war da der Grund? Man wollte eigenständig werden. Man hat gesagt, man ist nicht mehr von der Sektion, also von dem Hauptverein abhängig. Da gehört ja Leichtathletik dazu, Handball, Fußball. Man hat ja mehrere Sektionen gehabt und wollte eigentlich gerne was Eigenständiges machen, um für sich zu sein, um nicht mehr abhängig zu sein von anderen. Und hat halt den Fußball ausgegliedert aus der Sektion, also die Sektion des Fußball ausgegliedert. Und ja, das gab ein neues Logo. Vorher war es ja dieses Chemie-Reagenzglas, was zu sehen war auf diesem Wappen. Und dann hat dann halt dieses neues Logo erstellt und hat den ersten FC Zeitz draus gemacht.
Gab es irgendwelche herausragenden Spieler, die vielleicht dann woanders noch weitergemacht hatten? Also Spieler in der Fußballgeschichte gab es einige. Man kann jetzt viele erwähnen, aber man kann ja mal ganz unten anfangen. In der Frühgeschichte, das war zum Beispiel Waldemar Krebsch, der hat gespielt in den 20er, 30er Jahren bei uns. Der ist dann aufgrund seiner Talente, wurde er nach Jena damals delegiert. War auch beim SV Jena im Meisterschaftsrennen mit dabei und war sogar mal im Notizbuch von Sepp Herberger, also im Auswahltraining von Länderspielen. Selber hat er, glaube ich, nicht mitgespielt. Ich habe noch nirgendwo einen Bericht gefunden, nur mal, wo er auf der Bank saß und aber nicht eingewechselt wurde. Der nächste Spieler, den man erwähnen muss, ist Manfred Kaiser. Der hat Anfang der 40er Jahre, Mitte der 40er Jahre hier in Zeitz angefangen. Also ist er Zeitzer. Damals hat er ja noch anderen Sport betrieben als im Fußball und ist dann eigentlich mit Lothar Neumann zusammen, die haben die gleichen Baujahre, im Nachwuchs schon gewesen, sind dann in die Männermannschaft hochgerutscht. Bis 1950 hat Manfred Kaiser bei uns gespielt, ist dann nach Gera, wurde dann 63 erster DDR-Fußballer des Jahres, ist leider schon verstorben, aber hat immer, sagen wir, den Bezug nach Zeitz immer gesucht und war auch öfters im Stadion anzutreffen bei diversen Freundschaftsspielen. Wie gesagt, Lothar Neumann ist einer, der vom ersten Tag an bis, sagen wir mal, bis zum Ende Zeit zur Fußball verbunden war. Der hat damals auch das Tor zur Oberliga geschossen, hat sich durch seine ausragenden Verdienste, sagen wir mal, einen Namen gemacht in Zeitz und wird da, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben. Man hatte den Bernd Bauspiels, der ja auch schon im Nachwuchs bei uns gespielt hat. Der die zwei Torschützenkönig, also die haben wir zweimal Torschützenkönig in der Oberliga bei uns, ist dann nach Leipzig gegangen, ist dort deutscher Meister geworden mit Chemie Leipzig damals unerwartet und auch mehrfach noch Torschützenkönig Länderspiele. Dann nicht zu vergessen Jörg Böhmer. Jörg Böhmer war im Nachwuchs bei uns, ist dann nach Jena, war dann Bundesligaspieler, Nationalmannschaft. Ist jetzt momentan in Zwickau im U19-Trainer. Das sind so, Mai Kunze ist zum Beispiel auch einer, war auch ein Nachwuchs bei uns, hat dann zweite Liga gespielt und das sind so ein paar Persönlichkeiten, die vom Spielerischen, es gibt dafür noch mehrere, die Herbert Grundhall, das sind Fritz Dreier, das sind halt Namen, die in Zeitz ja bekannt sind. Trainer, sag ich mal, hatten wir ja auch ein paar, die herausragende Dinge gemacht haben. Wir waren damals ja 1954 B-Jugendmeisterschaft, haben wir gewonnen. Wir waren B-Jugendmeister mit dem deutschen Meister, mit Kraske Rudi. Und waren dann nochmal mit, man sieht hier, Walter Hertel, 1962 Schülermeister, DDR-Schülermeister. Das waren halt Joachim Bayer. Unzählige Bezirksliga und Kreisliga Meisterschaften ab den 70ern herum. Das sind unsere Trainer, die hier in Zeitz sich auch einen Namen und Erinnerung gemacht haben. Wie sieht es so aktuell aus? Aktuell, wir sind also letzte Saison, ich kann ja von letzter Saison bloß reden, hatten wir 13 Mannschaften, davon 11 Nachwuchsmannschaften. Vom kompletten Jahrgang von den Bambinis bis hoch zur A-Jugend alles vertreten, sogar Doppelmannschaften, eine zweite und eine erste Mannschaft. Und so wie ich denke, wird es auch in der nächsten Saison so sein. Im Gegenteil, wird es vielleicht sogar noch ein, zwei Mannschaften im Nachwuchs dazu bekommen. Was uns freut, jedes Kind ist willkommen, jeder Zuschauer ist willkommen, jede helfende Hand ist willkommen. Ob nun als helfender Betreuer, sage ich mal, oder als Fan, ist egal. Die sind gut aufgestellt. Jeder, der will, der will. Eine Frage, wieso gibt es hier dieses Fußballmuseum? Ja, ich selber bin ja, ich habe angefangen mit Programmheft sammeln. Ich bin reingerutscht in die Familie durch meinen Vater, der hat im Nachwuchs schon trainiert in den 90er Jahren. Mein Opa war schon in den 50er Jahren Fußballer und ich bin halt da mit groß geworden, dass bei uns zu Hause auch da abends mal ein paar Fußballer am Tisch saßen und haben mit meinen Eltern Doppelkopf gespielt oder Skat. Da hat man die Bezugspunkte schon zum Fußball gehabt. Ich habe dann
Anfang der 90er mitgeholfen unten im Stadion, wo meine Eltern die Versorgung gemacht haben. Und habe da eigentlich die ersten Berührungen mit dem Fußball gehabt. Bin aber dann leider weggezogen und mein Opa hat mir Anfang, ja, so 94, die ersten Programmhefte aus dem Keller gegeben. Und das hat eigentlich so die Leidenschaft bei mir erweckt, ja, sowas zu sammeln. Bin dann ab 95 relativ zu fast jedem Spiel gefahren, Auswärtsprogramme mitgenommen, habe dann durch diverse Sammelbörsen oder durch Leute, die ich kannte oder durch Beziehungen die Sammlung erweitert. Mittlerweile sind es 1200 Hefte, angefangen von 1946 bis letztes Jahr. Da sieht man auch relativ schön den Werdegang des Vereins anhand seiner Programme. Und irgendwann ist ja auch mal das Programm Sammeln ausgeschöpft. Es gibt dann vielleicht keine mehr und da habe ich halt auch das ringsrum gesammelt. Ich habe dann Bilder, Statistiken, habe versucht Spielerporträts zu erstellen und habe auch Trikots und was halt alles so kam mit gesammelt und das ist über die Jahre so sehr gewachsen, dass ich 2019 zum 25-jährigen Geburtstag des ersten FCs beziehungsweise 60 Jahre nach dem Aufstieg in die Oberliga eine Ausstellung gemacht habe im Brühl Center, wo ich die Geschichte des Zeitzer Fußballs dokumentiert habe. Mit Bildern, mit Texten, mit Ausstellungsstücken aus der vergangenen Zeit. Es ging 8 Tage ging es im Brühl Center und es waren ungefähr 700 Leute anwesend ungefähr in den ganzen Zeitraum. Und zum Eröffnungstag hatte ich versucht, die meisten, die im Umkreis oder auch weiter her sind, von ehemaligen Spielern einzuladen. Und meine Einladungen sind knapp 90 Leute ungefähr gefolgt. Viele Oberligaspieler waren dabei, viele Spieler aus den 70ern, 80ern, 90ern, Verbandsliga, es war alles vertreten. Und das hat mir halt gezeigt, dass das Interesse noch da ist in Zeitz am Fußball. Und ich habe dann für mich das zum Zeitzer Fußballmuseum gegründet und habe momentan leider noch räumlich bedingt alles in meiner Wohnung. Was aber hoffentlich irgendwann, wenn vielleicht mal der Tiergartenhof ausgebaut ist, unten dann zu sehen ist. Momentan kann man sich bei mir gerne melden. Ich zeige den Leuten alles, was hier so alles zu sehen ist. Ausweis aus den 30er Jahren, Bildbände aus den 40ern oder noch älter, Bildbände zur Aufstiegsrunde, verschiedene Collagen, Autogramme, Programmhefte, Plakate, Trikots, Anstecknadeln, diverse Bilder, also knapp 700 Bilder vom Nachwuchs bis Männermannschaften, fast alle beschriftet mit Namen, die ich über die Jahre gesammelt habe. Ergebnisstatistik liegt vor, von der Gründung bis jetzt mit über knapp 3800 Spielen sind erwähnt. Ja, ich versuche noch die Statistiken mit Anzeigen und Berichten zu dokumentieren, aber leider ist momentan das Stadtarchiv sehr schwierig zu erreichen. Mir liegen viele vor. Momentan habe ich einen großen Anzeigenbereich von jemand aus Hamburg bekommen, was so den Zeitraum 1910 bis 1950 dokumentiert, wo ich viele Berichte von Zeitz habe, mit seiner erst zu gucken, die vergleichen und das alles dokumentieren, dass man wirklich lückenlosen Ziel ist, irgendwann einen lückenlosen Nachweis zu haben vom ersten Spiel der Gründung bis zum letzten Spiel letztes Jahr oder irgendwann. Wie viel Zeit investiert man da? Also zum Zeitpunkt der Ausstellung, das war so die Hochburg der Zeitinvestition, war ich circa dreiviertel Jahr jeden Tag nach der Arbeit 2-3 Stunden unterwegs und habe Leute besucht und damals ging es ja noch, ich habe dann Namen auf den Bildern bekommen, wo ich den einen kannte, bin ich zum nächsten gefahren, der hat mir da geholfen. Mittlerweile habe ich die Namen alle drin, es ist dann, also die Zeit ist nicht mehr so da, aber ich sitze trotzdem jeden Abend mindestens 2-3 Stunden vor dem Laptop und habe Berichte vor mir, Spielerporträts, welcher Spieler hat man hier gespielt, von wann bis wann, Trainer. Man hat auch viele Beziehungen zu anderen Vereinen, wo die Spieler auch mal waren, man hilft sich ja gerne untereinander, man hat ein Netzwerk aufgebaut, auch
Es gibt auch ein Fußballmuseumsnetzwerk, das ist aber alles noch in der Planung jetzt, da kann ich jetzt noch nicht dazu sagen, aber da kommt bestimmt was in der nächsten Zeit. Und so hat mich das grün-weiße Herz halt eingeschlossen. Also. Wird das auch honoriert vom ersten Mal? Das mache ich selber. Das wird honoriert, richtig. Also die sind froh, dass sie einen haben, der sich darum kümmert. Ich habe da auch immer offene Ohren, wenn irgendwas ist, die helfen mir immer. Und Ansprechpartner für sowas, sage ich mal, weil die Leute haben da ihre Aufgabe und ich habe meine Aufgabe. Ich bin Ehrenrat, ich bin Ehrenratsvorsitzender und mache nebenbei die ganzen ja, chronischen Sachen und betreibe halt dieses Fußballmuseum. Noch ist es ja nicht in richtigen Räumlichkeiten, ehrenamtlich und aus Eigenfinanzierung. Und wenn sich der ein oder andere bereit erklärt, mir gerne mit zu helfen und mit der Zeit zu investieren, gerne anrufen, Facebook, Internet, E-Mail, alles. Wie für jede helfende Hand zu haben, dass ich nicht jeden Abend bis Nacht sitzen muss. Und weil irgendwann will ich mal fertig werden. Aber irgendwann, es wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Was ist da so die Hauptaufgabe, die man da so machen muss, jeden Tag 2-3 Stunden? Na, ich recherchiere die ganzen Berichte zum Beispiel. Ich versuche mir die Tabellen damals zu vervollständigen, die Ergebnisse herauszufinden. Die Ligaspiele sind relativ schnell gefunden, weil die sind in Tabellen und alten Statistikbüchern aufgelistet, aber Freundschaftsspiele, welche Mannschaften waren wir hier, gerade so den Vorkriegszeiten, da hat man doch Mannschaften, die es heute nicht mehr gibt. Auch Mannschaften, die vielleicht andere Länder, Rumänien, Schweden war hier, Bulgarien, auch westdeutsche Vereine waren hier, Lübeck 54, Gelsenkirchen, Erle war hier, Bottrop, also es waren Mannschaften da, die auch aus dem Westen damals da waren. Und das ist halt da das Ziel, irgendwann jedes Spiel dokumentieren zu können. Wenn jemand kommt und sagt, was war am 12. September 1914, dann kann ich sagen, das war ein Spiel gegen Hohenzollern-Naumburg, 3-1, Torschütze Jakob, Otto, Rütz, keine Ahnung, so ungefähr. Das ist mal irgendwann das Ziel und das will ich auch irgendwie versuchen, in ein Buch irgendwann zu dokumentieren. Ideen sind da, Umsetzung ist wirklich schwierig, ist halt zeitintensiv. Ich habe Familie noch hinten dran, die war froh, wo damals die Ausstellung zu Ende war, wo ich mal 4 Wochen das Fußballwort nicht erwähnen durfte. Aber wenn man eh mal drin steckt, kann man nicht wieder aufhören. Eine heldenhafte Aufgabe. Ja, es macht Spaß. Man erfährt immer wieder neue Sachen. Und ja, und wenn man zu Leuten geht nach Hause und zeigt denen, sag ich mal, ein paar Programme aus den 50er Jahren, die selber gespielt haben, dann erfährt man viele schöne Geschichten und den Leuten macht Spaß. Das hat man auch auf der Ausstellung gesehen. Es waren viele da, die öfters da waren, einfach nur um zu schmökern und zu gucken, mit Leuten zu reden, wie früher.